Fuck, gut, dass du es sagst. Ich hab schon fast wieder vergessen. Ich hol mir den Fisch und du musst dann. Alter, ist es gar kein Holz darauf gewesen. Ich habe aber doch extra gesagt Holz. Ja, wir spielen uns noch ein. Und dann ist das auch ganz gut, wenn wir zwei haben. Wenn du sagst Holz, dann mach ich den Spiel ja nicht sofort los und hol dir dein Holz. Nicht, ich habe nicht gesagt, du sollst Holz drauflegen, sondern ich habe dem Spiel gesagt, Planke drauflegen. Hat aber nicht gemacht, weil dein Arsch. Hi, hi. Wo? Hier bei mir, Osten. Westen ist das. Stimmt. Hey, du Kackhai. Planke hier, Hering aufnehmen. Achso, und tu uns allen einen Gefallen. Hast du alles runter? Ja, ne? Siehst du, er macht das nämlich eigentlich automatisch an. So. Wie sieht's mit dem Wasser aus? Kannst du trinken, wenn du willst. Wir brauchen aber direkt wieder einen neuen Fisch. Fisch ist richtig gut. Also der Fisch, der da jetzt drauf liegt, den brauche ich gleich, ne? Alles klar. Herr Kommissar. So, ich brauche einen Angel, Plastikhaken, Gedöns. Ach, dann leck mich doch, ey. Bitte leck mich. Sorry. Kannst du haben. Manchmal bin ich aber ein lustiger Junge, du. Nein. Ich habe übrigens auch einen Bauplan-Antenne bekommen. Zweimal bringt aber wahrscheinlich wenig, ne? Ja, nicht wirklich. Ja. So, ich habe übrigens einen frischen Fisch draufgelegt. Riech ich. Na, das war nicht der Fisch. Ach so. Ja, dann sollte ich es vielleicht doch nicht riechen. Mir ist gerade ein Stück Hose aufgegangen, Entschuldigung. Ach, das ist es. Du, was ist das eigentlich für eine seltsame Bauform, die wir hier machen? Das ist die, wir fangen alles ab, was uns entgegenkommt. So kannst du ja viel besser was abfangen. Ja, aber du fällst ja auch ins Wasser, oder nicht? Wett, ich bin bei zwei Breit fällt kein Mensch ins Wasser. Ja, genau. Ganz genau. So würde ich auch reagieren, wenn da jemand ins Wasser fällt. So und nicht anders. So, hast du noch einen Fisch? Ich muss was essen. Müsste auf den Grill legen und es war auch Feuer drauf. Aufnehmen. So. Danke. So. So. Hast du einen Fisch? Ja, der Fisch ist runter. Fisch gönne ich mir jetzt auch mal eben. So. Wie sieht's bei dir mit Süßwasser aus? Süßwasser muss ich mir jetzt auch gönnen. Dann mach das, sonst hätte ich es nämlich jetzt genommen. Ja. Trinken. Befüllen. Auffüllen. Planke platzieren. Haken nehmen, einsammeln. Es kommen langsam keine Fässer mehr, ne? Hast du das Gefühl? Hm? Ja, das kann natürlich sein. Ich sehe auch keine Fässer, die jetzt mal irgendwie angespült werden. Naja, wie das so ist, ne? Kommen nicht immer. Vielleicht ist das so das Zeichen vom Spiel. Alter, du bist auch erst echt keine Ahnung von dem Spiel. Bleib du einfach da drüben. Muss ich dir noch erklären hier. Warum hat der denn schon wieder Hunger? Du hast doch gerade erst einen Fisch gefressen, du völlig fertiger Typ. Du musst direkt noch einen Fisch draufballern, ne? Weil ich so. Ich habe noch ungefähr ein Drittel. Es geht bestimmt besser, wenn du da nochmal was drauf haust. So, Fisch brutzelt. Sehr gut. Sehr gut und sehr wichtig. Da ist kein Wasser drin. Wie kann das denn sein? Ich habe jetzt gerade was draufgeworfen, sogar mit Planke drauf gemacht.
Weiß ich, aber wenn, dann ist das Spiel buggy. Das kann nicht. Da kommt was. Da kommen zwei Fässer. Ich bin schon bereit. Lass mich das machen. Warum? Sehr gut. Da kommen drei Fässer, mein Freund. Yeah. Kriegen wir das alles auch ganz normal? Mich würde mehr interessieren, wie ich das hier repariert kriege. Was genau? 20% Gesundheit. Wie kann man sowas reparieren? Da, der, ah, der genau Boot. In dem Moment. Hi. Der Boot. Oh Mann! Ah, das ist eine Scheißbauform. Mach die Dinger gerade. Ist ja nicht zum Aushalten hier. Nicht sauer werden, bitte. Danke. Jetzt willst du die Makrele haben? Nein, jetzt hatte ich gerade dieses blöde Reparieren gefunden. Und genau in dem Moment muss dieser verfickte Hai angreifen. Ich hasse den. Jetzt ist mein Speer auch noch kaputt, deswegen kann ich auch nicht angreifen. Ich hasse ihn so sehr, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ah, was ein Huch. Kann ich aber wieder. Wer? Du. Nein. Gut. Warte mal, ich muss jetzt hier reinfüllen. Salzwasser einfüllen, Süßwasser trinken, Salzwasser einfüllen. So, essen. Willst du, du was essen? Ich bräuchte jetzt noch nicht zwanghaft. Ah, das ist gut. Sounds good. So, dann kann ich nämlich jetzt hier schon mal den Fisch essen, eine Planke platzieren und eine Kartoffel platzieren. So. Ich kümmere mich jetzt mal um den zweiten Grill, ja? Sehr gerne. Gerade 4 Planken bekommen, das ist auch gut. Was brauchen wir denn für Netze? Das ist, glaube ich, nee, ist das über Hammer? Nee, auch nicht. Nervt mich dieser Hai. Guck mich schon so provokant an. Fundament. Hä? Was ist das? Dreieckiges Fundament? Holzboden? Ach, das ist für da. Das sind Dächer. Hm. So, ich sehe da hinten schon wieder ein Fass kommen. Es kommt auf dich zu. Mhm. Jetzt mach mal kein Fass auf hier, ja? Mann, 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 ey. Immer diese schlechten Witze. Aber wirklich, da. Wo ist denn hier was kaputt? Da. Bei dir auch was kaputt? Siehst du irgendwo, hier ist was kaputt? Weil du bist kaputt. Im Kopf. Hab ich von und dir. Und in der Hose. In der Hose ist ganz viel bei dir kaputt. Da muss er ja jetzt nicht jedem erzählen, oder? Nö, erzähle ich auch nur unseren Zuschauern, also keinem. Das könnte dann natürlich sein, bei Raft guckt ja keiner zu. Ja, nee, aktuell nicht, das stimmt. Planke. So, was kann ich denn hier Tolles bauen? Naja, ich wollte ja nochmal, weißt du was, hier einen Reiniger herstellen. Einfacher Grill herstellen. Beides platzieren. Yeah. So, ich stelle die so immer, von, ja? Immer so stellen, dass es nicht stört. Ja, ich würde sie, ich würde die auch anders stellen. Also, warte mal so. Und so. So, das stört nichts. Für dich, damit du klarkommst. So. Dann kannst du nämlich 300 Meter drumherum rennen. Gott sei Dank. Ich brauche einfach mehr Platz. Ich weiß. So, jetzt kannst du auch doppelt so geil fischen hier. Sehr gut. Salzwasser, Planke, Planke. Süßwasser trinken. Salzwasser. Planke platzieren, Salzwasser, Salzwasser.
Jetzt ist schon wieder meine Angel kaputt. Ach nein. Ist aber gerade sehr nebelig, oder? Du sagst es. Jetzt hat er schon wieder Durst. Was ist denn das für ein Krepel? Ja, vor allem hat meine auch schon wieder fast Hunger. Ich habe da was ganz Kleines draufgelegt. Auf beide? Ja. Du bist so ein Killer. Und ich kümmere mich ums Trinken. Ist das nicht eine super Aufteilung? So, ich habe mir zweimal Trinken genommen und selbstverständlich wieder aufgefüllt. Trinken ist gut, ne? Also das haben wir jetzt, das kriegen wir jetzt ganz gut hin. Ja, das ist, wenn du es mal geschafft hast, dann ist gut. Dann hast du dieses Problem viel weniger. Ja, ich musste das auch ehrlich gesagt sogar erstmal ein bisschen verinnerlichen und verstehen, was ich da jetzt groß machen soll, damit das ganz gut klappt, ne? Aber essenstechnisch, da ist der noch ich auf dem Stand eines Neandertalers. Da müssen wir echt gucken, dass wir möglichst viel Fisch uns da immer holen. Fupp. Zack. Ganz viel eingeholt. Zack, ich esse mal was, ja? Ja, ist kein Thema. Ich habe schon wieder zwei Fische gefangen. Ja, sehr geil. Ich habe hier noch eine Kartoffel, die lege ich mal drauf. Kartoffel platzieren. Da kommt den anderen Fisch nimmst du? Wenn du einen brauchst, nimm dir. Ich habe hier gerade ein Fass im Auge. Sehr gut. War ein bisschen was Sinnvolles drin. Da brennt alles. Trinken, trinken. Auffüllen. Trinken. Und auffüllen. Planke. Weiter geht's. Ach, ist das schön. Jetzt kommt noch langsam mal ein bisschen Ruhe rein. Ne? Das ist jetzt nicht ruhig, aber ruhiger als gerade noch. Genau, wenn ich schon Zeit habe zum Angeln, ist doch alles gut. Und du siehst, wenn da so deine Grundbedürfnisse gestillt sind, ne? Ja. Dann kannst du gleich auch anfangen zu bauen. Wir sind auf einem guten Weg. Denke ich auch. Wenn du Hunger hast, hast du Hunger? Kommt langsam wieder, ja. Dann esse ich dir die Kartoffel weg. Iss die ruhig, mein Freund. Da kommen drei Fässer, mein Freund. Drei schöne, fette Fässer. Ich bin auch gerade dabei, und uns da irgendwie hinzubauen. Wir sind auf dem Weg zu einer Insel. Siehst du, da kommt irgendeine Plattform. So, ich schaff die beiden Fässer bei mir hier. Ich hab das Fass. Ich auch, eins. Also eins von zweien. Das zweite kommt jetzt. Und dann kommt die Insel. Crasht jetzt unser Ding kaputt? Nö. Fährt die dann mit uns mit oder fährt die bei uns durch? Nee, die fährt nicht. Wir bleiben sozusagen hängen, wenn mich nicht alles täuscht. Und in dem Moment, wo du alles gelootet hast, geht es unter. Ah. Das klingt gut. Das mag ich doch. Hauptsache, der Hai lässt uns ein bisschen in Ruhe. Ja, hab ich auch gedacht. Aber aktuell tut er das. Kommen wir da dran, Jan? Ach du, ach. Guck mal, wie der Herr die Insel hier ausbaut. Da haben wir ein bisschen Platz jetzt. So, jetzt rammt die hier rein. Ich weiß, wer sich da freuen würde. Rums! Hey, die geht unter.
Ich komme nicht aus dem Wasser raus, Alter. Die geht ja unter. Ich habe schon wieder Hunger. Das kann dann. Was ist denn das für ein Krepeltyp hier?